Herzlich willkommen zurück zu Sunset. In der letzten Folge haben wir die glorreiche Aufgabe erledigt, den Boden zu putzen, ein paar Boxen zu verschieben und die Fenster zu öffnen. Ich werde jetzt auch direkt in den nächsten Tag einsteigen, denn wer sich erinnern kann, so spannend war das jetzt nicht. Ich bin allerdings überzeugt, dass bei dem Spiel noch einiges kommen wird und gehe von daher jetzt einfach mal auf nächsten Tag. Wir haben außerhalb des Apartments keine Möglichkeit, uns fortzubewegen, also das Spiel wird in diesem Stil weiterhin gehalten sein. Was ich jetzt nur nicht verstehe, ist, dass sich der Ort geändert hat. Oder das unten soll doch der Ort sein, oder? Also wir haben den 30. jetzt, aber es ist ein anderer Ort, aber im selben Apartment. Das verstehe ich nicht. Also, wir sollen auf jeden Fall den Staub auf dem Tisch wegmachen, das Silber polieren und das Geschirr waschen. Der The new Klassiker. tenant wants me to clean once a week while he's out. An hour before sunset. Once a We may week? never even meet face to face. Which suits me fine. There's a kind of peace slipping into this role. Coming in during the off hours to restore things. Wiping away the grime. I'm just another set of hands. Also, der Tisch war ja nicht da. Das heißt, der kommt schon her, der Kerl. Sie hat gesagt, sie findet es eigentlich ganz schön, dass sie ihn nicht sehen muss, weil sie findet, das ist irgendwie friedvoll. Und der Kerl war definitiv da, weil der hat jetzt einiges aufgestellt hier, was vorher noch nicht da war, also gestern. Und eben, das ist auch was, was ich nicht verstehe, weil sie sagt, er will, dass sie einmal pro Woche herkommt. Aber tatsächlich kommt sie ja jeden Tag her. Also wir kommen hier jeden verdammten Tag her zum Putzen. Also ist die Info ja irgendwie falsch oder ich verstehe das Spielprinzip nicht. Also das würde ich jetzt machen zum Beispiel. Ich werde heute auch schon ein bisschen mutiger sein und Dinge machen, um die er uns nicht gebeten hat. Und mal gucken, was sich daraus ergibt. Oh, ins Schlafzimmer können wir jetzt nicht mehr, so wie es ausschaut. Interessant. Okay. Ich habe ja, wie gesagt, gestern. Okay. Ich habe ja die Information erhalten, dass sich da eventuell auch. Ach, wie cool auf einmal. Dass sich da eventuell auch eine kleine Liebesgeschichte ergeben könnte. Ob das jetzt nun wirklich der Fall ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht, aber wenn, dann bin ich sehr gespannt, ob wir uns doch mal hinter den elektrisch verschlossenen Glastüren befinden werden und vielleicht sogar in dem Bett liegen werden. Ja. Mach mal natürlich. Ah, jetzt vergeht auch. Okay. Jetzt vergeht also auch die Zeit. Ich weiß nicht, war das jetzt ein Bug, dass das gestern nicht funktioniert hat, oder war das halt einfach, weil es der erste Tag war zum Rumgucken? Ich stelle gerade mal den Ingame-Sound ein bisschen lauter, weil ich glaube, der ist ein bisschen zu leise für euch. Ja, wobei, ich lasse es lieber und mache es einfach nur bei mir ein bisschen lauter, bevor ihr mich dann nicht mehr hören könnt, denn das ist immer Worst Case. Wow, krass. Wie viele Kartons einfach. Ihr seht auch, dass das Spiel jetzt ein bisschen ruckelt. Das war was, was ich jetzt heute, als ich nochmal Kommentare gelesen habe auf Steam, gemerkt habe, dass das viele geschrieben haben, dass das Spiel Performance-Probleme hat und dass das Spiel daran dann ein bisschen scheitert. Ich hoffe, das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Das fände ich echt schade. Aber ja, wir werden sehen. Okay. Nee, ich wollte eigentlich echt unten. Ich verlaufe mich immer in dem Haus. Wie kann man sich denn so oft da drin verlaufen? Das ist ja Wahnsinn. Also ich will hier. Nee, ich will nicht die Gesichter verbergen. Ich will den Dust ja wegwischen. Gucken wir mal, kann ich auf das Handy? Ist das ein Handy? Hallo? Was kann ich hier machen? Light off.
Kann ich irgendwas anrufen? Nein. Kann ich... Ich kann mich da hinsetzen. Ich kann Boss spielen. Ha. Steh mal wieder auf. Irgendwie denke ich, dass er nicht viel zu arbeiten hat. Wir machen das jetzt mal. Dusting It keeps me Frames. up at night, wondering if this is some kind of destiny. I moved halfway around the Okay. world to end up as a housekeeper. I Also. could have done that back home. Most people in Baltimore can't imagine a black woman as anything else. I left the US to get away from that jaundiced perspective, from stupidity and hate. And here I am, trapped in a country going to shit, cleaning this man's house. Also, was die Frau sagt, ist, finde ich, relativ wichtig, weil es gibt im Spiel mehr Charakter, als wenn wir einfach nur eine charakterlose, ja, Person aus der Ego-Perspektive spielen würde, die sich nichts dabei denkt. Ich denke, dann wäre es um einiges langweiliger. Wenn man sich auf das Spiel einlässt, dann sollte man da gut zuhören. Ich fand es jetzt aber schon ein bisschen creepy, dass wir dem seine Bilderrahmen hier umlegen sollen. Also, wenn mein Englisch gut genug wäre, um vorher verstanden zu haben, was das tatsächlich heißt, dann hätte ich das vielleicht nicht ausgeführt. Weil das ist eine persönliche Angelegenheit. Also, sorry, das kann er bei Gott echt selber machen. Und warum nimmt er die Bilder überhaupt mit, wenn er die gar nicht sehen will? Naja, okay. Wir sollen auf jeden Fall jetzt eigentlich noch Silber polieren. What the fuck? Da ist ein Geräusch. Ich kann immer ein bisschen extra Brot verwenden und der Herr, der Mr. Ortega, der wird es nicht bemerken. Ah, hier haben wir auch eine Karte. Können wir die mitnehmen? Das wäre ganz, ganz sinnvoll bei meinem Orientierungssinn. Was ich noch sagen wollte zu vorhin, kann ich das aufrollen? Ich werde heute echt beschissen sein und oh, dann habe ich nicht alles geschafft. I'm going home. Echt? Gehen wir nach Hause? Also, ja, ich will. Oh, da wäre Silber gewesen. Scheiße. Ich kann es nicht mehr machen. Verdammt. Okay, dann gehen wir jetzt halt heim. Und hoffen, dass wir das Silber morgen noch polieren können. Jetzt aber zu dem, was ich sagen wollte. Ich nehme alles auf einer Tonspur auf. Deshalb eben kann ich nicht Sound in-game und meinen Sound von der Stimme noch im Nachhinein machen. Und deshalb sage ich sowas. Also nicht wundern, wenn ich sowas sage, sonst sagt ihr in den Kommentaren wieder, sagen, 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 500 Mal dasselbe Wort benutzt jetzt. Ha, Mensch, bin ich ein Sprachkünstler. Ja, sonst schreibt ihr wieder, dass ich einfach nur ein bisschen bearbeiten muss. Aber so einfach ist das nicht bei mir. So, wir sollen das Büro auf putzen, putzen und wir sollen die Bürobox entleeren und wir sollen die Bar cleanen. Gut. Ortega has more books than furniture. Like he's building up bunker walls made of precious words. You can feel the depression in this place. How am I supposed to scrub that out? Señor Ortega might be wealthy, but there's not much left to spend his money on. Oh, das ist creepy. Jetzt wird es wirklich schwieriger, weil eben jetzt müssen wir abwägen, welche Aufgabe sollte ich erledigen, welche nicht. Okay, ich habe schon wieder was gemacht. Aber das hat auch schon echt was. Aber jetzt würde ich gucken, dass ich halt was Sinnvolles mache. Wie zum Beispiel hier die Office-Box. Make a nice display of the gifts. Nein. Gott. Das ist so eine richtige Marschmusik, so. Und die Frames sind wieder aufgestellt. Ich verstehe das nicht. Ja, das machen wir off. Das geht gar nicht. Das nervt mich total. Nee, das Poster hängen wir auch nicht auf. Das hier ist doch das Office. Warum kann ich hier keine Box aufmachen? Mann. Wow. Der ist aber nicht da. Nee,
Der ist nicht da, der Herr. Ist das... Wo ist denn hier die Bar? Aber ich muss sagen, die Wohnung ist jetzt richtig, richtig schick. Also das ist schon echt fein. Ich bin sehr neidisch. Der Wintergarten. Mhm. Okay, wir haben hier wieder mal ein Buch. Kunst und Industrie. Hier haben wir noch mehr Bücher. Gucken wir uns alle an. Das, den Satz von ihr fand ich übrigens wunderschön, den sie gesagt hat, dass er quasi versucht, er hat mehr Bücher, als er Möbel hat, und es wirkt so, als ob er versuchen würde, Wände, also Schutzwalle aus Wörtern zu erbauen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Also das würde ich jetzt schon gerne aufmachen. Ich habe Angst, dass wir dann einfach gefeuert werden. Ich mach's jetzt einfach mal. Ach, das geht gar nicht. Hoppa, Hilfe, Steuerung, was tust du? Wir haben hier Reception. Also wir haben hier irgendwas, das er zerrissen hat. In Gedenken, nee, nicht in Gedenken. Irgendwas Ehrwürdiges an Ricardo Miraflores. Aha, okay. Aber keine Ahnung. Since the Cup. Since the Coup. Nicht Cup. Requiem. Okay. Ja, würde ich sagen. Ich finde das echt interessant, in seine ganzen... Hilfe, Steuerung. In seine ganzen Bücher hier zu gucken. Man bemerkt jetzt auch immer mehr den politischen Charakter des Spiels. Mit den Parteien und... Was das für die Gesellschaft bedeutet. Ach, die Bar ist da. Die wollen wir cleanen. Los, cleane die Bar. The wet bar. Clean up the bar. The only thing that gives him any joy are the books. And the little artifacts he rescues. In the Republic of Anchuria, everyone suffers an affliction of the soul. Rich and poor alike. For some, it's meat on the table. For others, it's watching canvas burn. Oh, heute hat er sein Schlafzimmer offen. Hallöchen. Nein, natürlich nicht. Life at the top. Oh ja, das Buch passt zu ihm. Das passt definitiv zu ihm. Und nach wie vor können wir hier nicht raus, leider. Können wir die Lampe anmachen, um ihn wissen zu lassen, dass wir da waren? Das wäre halt creepy, ne? Nee, das machen wir wieder aus. Das ist ein bisschen zu creepy. Also da würde ich komplett durchdrehen. Das machen wir heute auch wieder. So, ich finde, an Kalender darf auch eine Hausfrau gehen. Eine Bedienstete. Hier oben kommen wir wieder nirgends rein. Das ist schade. Okay, dann halt nicht. Also gehen wir halt wieder runter, würde ich sagen. Ich weiß jetzt echt nicht, was noch das Office sein soll, außer dem einen Raum, in dem wir aber nichts machen können. Wir haben ja hier die Küche, da kommen wir nicht durch. Wir haben das Wohnzimmer. Wir haben hier diesen unheimlich geilen Wintergarten. Und wir kommen hier immer noch nicht raus. Und es wird schon wieder Nacht. Und wir haben gerade mal eine Aufgabe erledigt. Ich fühle mich schlecht. Ich bin eine schlechte Bedienstete. Ich gebe keine gute Hausfrau ab. Das war zwar nichts Neues für mich, aber... Ja, es ist selbst im Spiel dann noch so mitzuerleben, das ist schon ein wenig bitter. Also jetzt gehen wir da rein. The Office. The Study. Das ist The Study, nicht The Office. Wo zur Hölle ist dann The Office? Call Elevator. Nein.
Will ich doch gar nicht. Och Mann. Duet Bar. Habt ihr irgendeine Idee, wo das Office sein könnte? Ich verstehe auch nicht so richtig, wo der Unterschied zwischen Office und Study sein soll, weil für mich ist ein Raum, wo ich lerne, auch der Arbeitsbüroraum. Also, ja, da ich jetzt das Office einfach nicht finde, würde ich jetzt einfach mal hier was machen, was ich nicht darf. Gucken wir mal. Machen wir das Licht an. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Ja. Gut, dann machen wir das halt. Also tatsächlich, gut, ein und derselbe Raum. Es sieht teuer aus, aber Mann, ist das hässlich. Und wir sollen es auch noch putzen. Wo kann ich hier denn putzen? Putz, 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 putz. Geht nicht. Putzen? Nein? Ah, dann muss ich wahrscheinlich erst wieder in dieses Broom-Dingens reingehen. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Hang poster on wall. Also ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, aufzuräumen und zu putzen, wenn man ein Poster aufhängt. Ja, okay, außer man will sagen, das Zimmer ist unaufgeräumt, weil da ein Poster auf dem Boden liegt. Aber das war jetzt schon echt meh. Mehr als abstrakt. Die hängen wir auch noch auf, weil wir haben ja noch Zeit. Und dann gehen wir jetzt mal heim. Okay, wir haben alles geschafft heute. Yay! Und wir beginnen den nächsten Tag. Thomas Moore. Warte mal, den 22. Juni. Also, jetzt ist die Zeit anders vergangen als sonst. Ich verstehe das nicht. Also, Ortega könnte einige Freunde über der Grenze im Campo de Irmas gejoint haben. Und er hat seine Zweifel über das neue Regime einfach mal wegrationalisiert, um weiterhin, ja, beruhigt leben zu können. Ah, nee, er hätte das tun können, aber er hat das alles gar nicht gemacht. Genau. Er hat nämlich das verweigert. Und das wird ihn etwas kosten. Aber vielleicht heißt das, dass der Ortega ein Herz hat. Okay, das ist also passiert. Wir haben die Fenster zu putzen, wir haben Briefe zu bearbeiten und wir müssen ein Bild Ortega aufhängen. Ortega Ah, sie sagt so. Rationalizing away his concerns about the new regime and continuing along in comfort. But he didn't. Wow. He refused. And fuck. It's going to cost him. Oh. Maybe Gabriel Ortega has a heart. Dieses Spiel wird mich eines Tages killen. So, oh Gott, ich muss da rausschauen, was geht da draußen ab? What the fuck? Ich will da raus. Sehr schön, was ich sage. Die Militärparade wird gleich enden. Oh Mann, Männer und ihr Streben danach, sich gegenseitig ihre Muskeln zu zeigen. Da hört man was? President Miraflores confirms us support. The United States are Ancuria's best friend. Okay. Aber man sieht noch keine Flugzeuge, man sieht auch keine Kampfjets oder so. Man kann nur rausschauen und hört ein bisschen von der Musik, von dieser Marschmusik, die mal wieder draußen abgeht. Da ist etwas sehr Wunderschönes drin, das kann ich spüren, aber es wird mein Leben nicht verändern, was sie sagt.
Ach, Mädel, du bist mir so eine. Mensch. Jetzt haben wir hier wieder eine Zeitung. Escuela heißt Schule, also Schule der schönen Künste. Und Miraflores rationalisiert die Kultur. Warum macht er nicht einfach diese verdammte Box auf? Ja, und warum mache ich die nicht auf? Warum kann ich das nicht? Mensch, normalerweise scherst du dich doch auch einen Scheiß drum, wenn du irgendwelche privaten, intimen Sachen machst. Wie das Feuer anzünden hier. Mensch. Diese Frau, die macht mich echt fertig. Wow. Cool. Das kann halt schon was. So. Moppen wir mal. Das war gar nicht unsere Aufgabe, ne? Ah, doch, war's. Gut, dann haben wir... Ne, war's echt nicht. Schön. Dann haben wir jetzt den Boden gemobbt. Völlig unnötig. Aber wir sollen die Fenster cleanen. Das geht wahrscheinlich auch wieder nur mit Zeug aus dem Besenraum. Ich wette, eins von denen könnte eine ganze Familie ernähren. Da hat sie wahrscheinlich nicht so Unrecht mit. Aber gehen wir wieder in die Besenkammer. Wegen, weil ich ja die Fenster reinigen will. Die Besenkammer war da. Alter. Oh Mann, was mache ich denn da? Soll ich den Ingame-Sound mal ausstellen für mich? Das will ich alles nicht. Ich will das Fenster putzen. Ich will nicht saugen. Verdammt. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott, ich erschreck mich. Ich erschreck mich so. Okay, also mein Heimatland supportet nun das neue Regime in Ankuria. Sollte ich mich jetzt hier etwas willkommener fühlen? Immerhin können wir jetzt hier das Bild aufhängen. Boah, jetzt hat man einen Schuss gehört, ne? Oh, ich habe nicht gelesen. Was stand da? Ich will wissen, was da stand. Okay. Ich lese mal. Okay. Das ist ein recht dramatischer Einblick. Also, gestern wurde eine Statue, die schon sehr, sehr lange im Herzen des Textilbereichs steht, im Textildistrikt, kaputt gemacht. Und ja, jeder hat halt einfach nur zugeschaut und hat so getan, als wäre es für sie okay, obwohl es das halt nicht war. Und sie hat halt einen 6-jährigen Jungen erlebt, der daneben stand und seine Mutter gefragt hat, Mama, warum machen die das? Warum machen die das? Und die Mutter hat dann einfach nur dem Jungen den Mund zugehalten und hat nichts gesagt. Das ist creepy. Die Badewanne sieht aus wie ein Grab. Und... Oh. Können wir auf die Toilette gehen? Nein, können wir nicht. Und baden können wir leider auch nicht, weil scheinbar mag sie das ja nicht so, weil es aussieht wie ein Grab. Eben, wie gesagt. Was haben wir hier wieder für ein Büchlein? Unser Mann in Havanna. Sehr schön, die Hauptstadt Kubas. Oh, okay. Also hier hat er dann quasi gearbeitet. Getippt. Und eben, man merkt,
daran, dass er unbedingt so weit weg wollte von dem Paradenmarsch, wie es nur ging, denn er ist ja völlig am anderen Ende, um seine Arbeit zu verrichten. Aschenbecher reinigen können wir mal machen. Ja, das machen wir mal. Oh, wir hätten uns gerade entscheiden können zwischen den zwei verschiedenen Stempeln. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlecht. Oh Gott. It's so annoying. It's so annoying. Ich werde jetzt noch die Folge hier... es fiepst, wie blöd. Ich werde die Folge erst beenden, wenn ich den Tag jetzt rum habe, weil ich finde, es sollte auch irgendwie Sinn machen, wie ich die Folgen schneide. Ich glaube, das wird ohnehin nicht euer Lieblingsprojekt. Das ist halt eher so ein Spiel, was ich für mich spiele. Weil eben, ich mag politischen Hintergrund, ich mag subtile Art und Weise. Und von daher, für viele mag es langweilig sein, aber ich finde es wirklich reizvoll. Und ich habe auch da noch meinen Spaß dran. Und so lange werde ich das auch noch spielen. Keine Sorge, ich habe noch andere Projekte nebenbei dann. Versprochen. Ja, ich würde ja wirklich gerne die Windows cleanen, aber das geht halt einfach nicht. Also ich darf nicht. Mann, dann könnte ich aber auch besser rausschauen. Ich will ja sehen, was da draußen abgeht. Das nervt mich. Oh, interessant. Der Buchtitel heißt so viel wie Verschwörung. Was heißt so viel wie? Es ist Verschwörung. Die neue Regierung hat die Museen wohl schon geschlossen, aber der Herr Ortega hat immer noch seinen eigenen kleinen Museumsstil hier im Hause. Die Aggression der Regierung gegen Kultur zeigt irgendwie, dass sie quasi Angst vor der Macht von Kunst hat. Das ist auch eine ziemlich interessante Aussage. Das ist auch ziemlich gut. Es ist zwar hässlich, aber es versucht wenigstens nicht mehr irgendwas zu verkaufen. Und das stimmt, weil es wird einfach permanent immer nur uns was verkauft. Wir können uns nicht dagegen wehren. Egal, ob es YouTube ist, egal, ob es draußen auf der Straße ist. Wir müssen dazu gar nicht in den Supermarkt gehen. Dann schließen wir mal die Welt. Das war jetzt überraschend und spektakulär. So, ich werde jetzt hier abbrechen, denn ich kriege die Windows einfach nicht gecleant und drücke jetzt mal auf Next und leite dafür dann die nächste Folge ein. Von daher, wie immer, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich gerade bei diesem Spiel ganz besonders über einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gerne konstruktive Kritik und auch einen Daumen nach unten. Seid ruhig ehrlich. Bis zum nächsten Mal.